Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es noch mal eine Rezension. Ich mache gerade Rezensionsdrehtag. Ich sammle nämlich immer die Bücher, die ich so gelesen habe. Und dann rezensiere ich die alle an einem Tag. Und das mache ich heute. Und ja, heute gibt es die Rezension zu Hot Client von Wee Keeland. Ich habe das Buch vom Verlag bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Ja, wenn ihr mich schon länger kennt und guckt oder verfolgt, wie auch immer, verfolgt klingt immer so komisch, finde ich, aber okay, es klingt so ein bisschen nach You, aber gut, schwamm drüber. Ach, ich bin durch, egal. Auf jeden Fall, wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich Wee Keelands Bücher sehr, sehr, sehr liebe. Ich liebe ihre Bücher auch mit Penelope, oh scheiße, nee, mit wem schreibt sie denn da immer? Ach, ich bin eine Schande. Doch, mit Penelope Ward, war doch richtig. Ja, ich bin doch keine Schande. ja, ich liebe auch die Bücher, die sie mit Penelope Ward zusammenschreibt. Das ist ja, sind ja die aus dem Lux Verlag. Und die, die sie alleine hier schreibt, sind die aus dem Goldmann Verlag. Und ja, heute möchte ich dieses Buch für euch rezensieren. Das ist das fünfte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob da noch mehr von kommen. Ich hoffe es natürlich, weil ich die Bücher sehr, sehr liebe. Aber es geht um Layla. Und Layla ist eine Anwältin und sie arbeitet in einer New Yorker Anwaltskanzlei. Und ja, Layla hat natürlich den Traum, dass sie irgendwann mal Partnerin in dieser Kanzlei wird. Und ja, als sie dann von einem neuen Kunden quasi verlangt wird, hat sie die große Hoffnung, dass sie jetzt endlich zeigen kann, was sie drauf hat und dass sie dann endlich zur Partnerin ernannt wird. Ja, und dann tritt sie halt in den Konferenzraum, um ihren neuen Kunden in Empfang zu nehmen oder um den Vortrag zu halten, wie auch immer. Und ja, dort wartet niemand anderes als Gray Westbrook, hieß er Westbrook? Genau. Ihr neuer Mandant und auch ein Kerl, den sie aus ihrer Vergangenheit kennt, denn sie kennt ihn aus dem Gefängnis. Gray war im Gefängnis und ja, wieso, weshalb, warum sie ihn von dort aus kennt und was die beiden dort verbindet, das sage ich euch nicht. Die beiden, ja, wie gesagt, haben halt eine Vergangenheit und ja. Layla ist natürlich schockiert, dass Gray auf einmal vor ihr steht, denn eigentlich wollte sie ihn nie wieder sehen, weil ja, zwischen den beiden was vorgefallen ist, was ihr das Herz gebrochen hat. Und ja, da steht er auf einmal und ja, Gray hat nicht ganz so ordentliche Absichten, denn er möchte Layla zurückgewinnen, beziehungsweise für sich gewinnen. Und das stellt sich alles als ein bisschen schwieriger heraus, als er vielleicht gedacht hatte, denn sie ist echt wütend auf ihn und angepisst auf ihn. Und ja, das ist so ganz grob die Geschichte. Ich muss sagen, ich fand Gray toll. Ich fand Gray wirklich, wirklich toll. Er gibt sich so viel Mühe. Er ist natürlich ein aufdringlicher Macho und ja, von sich eingenommen und eingebildet, aber er hat auch eine super, super süße Seite und ich fand Gray wirklich klasse. Ich finde seine Vergangenheit cool, ich finde es mal was anderes, dass er halt aus dem Gefängnis kam oder im Gefängnis war und genau, also das fand ich sehr, sehr cool. Layla mochte ich auch sehr gerne. Sie ist sehr widerspenstig, sie wehrt sich gegen Gray. Sie weiß, was sie will, sie weiß, wo sie im Leben steht. Und trotzdem können die beiden, beziehungsweise kann vor allem Layla, nicht ignorieren, dass ihr Herz immer wieder höher schlägt, wenn sie Gray sieht. Und ja, ich mochte die Geschichte wirklich, wirklich gerne. Es ist wieder so eine typische Wee Keeland-Geschichte. Es ist einfach so ein Buch, wo man nach einem stressigen Tag drinne abtauchen kann und man ist in dieser Welt drinne. Man ist wirklich bei den Charakteren, man ist bei ihren Problemen, bei allem, was sie durchmachen und das liebe ich so an Wee Keeland. Sie hat einfach dieses ganz besondere Talent dazu. Und ihre Geschichten, sie macht nie großes, also bei ihr, was ich bei ihr auch toll finde, es gibt nie groß so ein Theater. Ich meine, ich liebe auch Theater und Dramatik, ja. Aber sie schafft es halt auch ganz ohne. Klar, es sind immer so ein paar Twists drin, wo man sich so denkt, oh krass, okay. Also es kommt immer irgendwas, was den beiden Protagonisten dann das Leben ein bisschen schwerer macht. Aber das, was da kommt, finde ich immer so super realistisch. Das ist halt nicht so bockige Kleinkinder, die sauer sind, weil keine Ahnung was, sondern es sind wirklich realistische Dinge, die ich echt cool finde.
Und das war auch hier wieder ganz, ganz toll. Und ich finde, auch im zweiten Teil des Buches hat man auch Grey zum Beispiel nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Und auch Layla, die schon ziemlich in sich gekehrt war. Musste sagen, ich fand die Geschichte echt toll. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich so ein bisschen mehr was zu der Vergangenheit. Also nicht aus der Vergangenheit von Layla und Grey, weil die lesen wir. Also wir lesen auch, wie die beiden sich kennenlernen, meine ich. Ja, doch, genau, das lesen wir auch. Und mir hat halt so ein bisschen mehr Details zu dem Gefängnisaufenthalt gefehlt. Da kam was, wir haben das auch herausgefunden, warum er da im Gefängnis war. Aber ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Detail gehabt. Das kann natürlich auch einfach an mir liegen, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Und ich komme damit nicht klar, wenn etwas so offen ist. Das möchte ich gar nicht leugnen, aber ja, das hat mir ein bisschen gefehlt und am Ende war auch eine kleine Sache, wo mir ein bisschen was gefehlt hat, aber ansonsten, ich fand das Buch wirklich, wirklich klasse und es hat mir so unglaublich gut gefallen und ja, ich fand auch den Epilog, den fand ich so toll, er hat so schön zur Geschichte gepasst und ich fand es auch toll, dass unsere weibliche Hauptprotagonistin, die hatte so ein bisschen so ihre Eigenarten, also so, ja, Dinge, die sie so ein bisschen ausmachen und das geht halt im Verlaufe des der Geschichte geht das nicht verloren und das finde ich immer ganz, ganz toll. Im Gegenteil, es wird immer wieder aufgegriffen und am Ende wurde es halt auch nochmal aufgegriffen. Ich mag die Geschichte sehr. Was ich echt doof finde, ist, dass man diesen Sticker da nicht mehr abmachen kann. Bei den anderen Büchern war das immer ein Sticker, jetzt ist das draufgedrückt, weil da steht eine Dirty Office Romance. Das Problem ist, es ist so, so viel mehr als das. Es ist keine Dirty Office Romance. Es ist einfach, ja, eine Geschichte von zwei Menschen, die sich aus bestimmten Umständen verloren haben und jetzt wiederfinden. Und klar, es ist auch sexy und es ist auch heiß zwischendurch mal. Und das ist aber auch die perfekte Mischung, die da reinpasst. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Es passt einfach zum Buch. Es passt zu der Geschichte und das ist so toll. Es ist halt nicht, dass so Sexszenen oder so sexy Szenen einfach an den Haaren herbeigezogen sind, weil sie da irgendwie mal rein müssen, sondern sie passen einfach super gut rein. Aber ich finde trotzdem, dass dieses eine Dirty Office Romance, ja, das wird diesem Buch oder der Geschichte nicht gerecht. Und das ist bei allen diesen Büchern so. Aber ja, genug geredet. Das war meine Rezension zu Hot Client. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon was von Wikiland gelesen habt. Und wenn ja, welches ist denn euer Lieblingsbuch von ihr? Und wenn nicht, warum noch nicht? Macht es wirklich. Wikilands Bücher sind ganz, ganz toll. Und ja, das soll es gewesen sein mit meiner Rezension. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!